Guten Tag, liebe Mitmenschen, herzlich willkommen am Freitag, den 29. Juli. Am Meer kann man, wenn man ein bisschen aufmerksam ist, interessante Dinge finden, zum Beispiel wunderschöne Muscheln am Spülsaum, manchmal auch, wenn man Glück hat, ein Stück Bernstein, das ist mir aber noch nie gelungen, und auch an anderer Stelle. Heute Morgen zum Beispiel habe ich im Fürbittbuch der Schutzengelkirche diesen Eintrag gefunden. Die Lori rückt ihn jetzt gleich mal ein. Da stand nur drauf, ohne Unterschrift und Datum, danke, dass es dich gibt. Und das ist mir sehr ins Herz gefallen. Das finde ich ein wunderbares Gebet, eigentlich ein Lobpreis Gottes. Und was ich neulich sagen wollte über den Vorrang des Dankens vor dem Bitten und des Lobens vor dem Klagen und warum uns das gut tut, das ist in diesem einen kurzen Satz ausgedrückt. Ein Fundstück von der Insel. Danke, dass es dich gibt. Schwer hat es Jeremia, weil er den Leuten im Auftrag des Herrn etwas Rettendes sagen muss, das sie aber nicht hören wollen. Und er leidet eben das Schicksal des Propheten. Im Anfang der Regierung Jojakims, des Sohnes Joschias, des Königs von Juda, erging vom Herrn dieses Wort. So spricht der Herr: Stell dich in den Vorhof des Hauses des Herrn und sagt zu den Leuten, die aus allen Städten Judas kommen, um im Haus des Herrn anzubeten, alles, was ich dir ihnen zu verkünden aufgetragen habe, kein Wort sollst du weglassen. Vielleicht hören sie und kehren um, jeder von seinem bösen Weg, sodass mich das Unheil reut, das ich ihnen wegen ihrer schlechten Taten zugedacht habe. Sag also zu ihnen, so spricht der Herr: Wenn ihr nicht auf mein Wort hört und meiner Weisung nicht folgt, die ich euch gegeben habe, wenn ihr nicht auf die Worte meiner Knechte, der Propheten, hört, die ich immer wieder zu euch sende, obwohl ihr nicht hört, dann verfahre ich mit diesem Haus wie mit Shiloh und mache diese Stadt zu einem Fluch bei allen Völkern der Erde. Die Priester, die Propheten und das ganze Volk hörten, wie Jeremia diese Worte vor dem Haus des Herrn vortrug. Als Jeremia alles gesagt hatte, was er im Auftrag des Herrn vor dem ganzen Volk zu verkünden hatte, ergriffen ihn die Priester, die Propheten und alles Volk und schrien: Jetzt musst du sterben. Warum weissagst du im Namen des Herrn, wie Shiloh wird es diesem Haus gehen und diese Stadt wird verwüstet und entvölkert werden? Das ganze Volk rottete sich beim Haus des Herrn um Jeremia zusammen. Vielleicht erinnern Sie sich, wie Paulus, als er vor dem Prokonsul stand und verhört und verurteilt werden sollte, wie der in höchster Not sich dadurch Raum verschafft, dass er die Gruppen, die ihn gemeinsam vor den Richter gebracht haben, gegeneinander aufbringt, indem er ruft, wegen der Auferstehung und der Hoffnung auf sie stehe ich vor Gericht. Und dann stürzen sich Pharisäer und Sadduzäer aufeinander und für Paulus haben sie dann sozusagen keine Zeit mehr, weil sie sich miteinander streiten müssen. Und hier beim armen Jeremia passiert das Gegenteil. Mit seiner Prophetie eint er die verschiedenen Gruppen, die sonst Spannungen untereinander haben, und alle stürzen sich, so wie es heißt, wie ein Mann auf ihn. Alle halten sich die Ohren zu und alle möchten den Boten für die Botschaft strafen. Dass nämlich der Herr durch ihn sagt, so wie es dem Nordreich Samaria gegangen ist, mit Shiloh als dem Tempel, so wird es hier dem Südreich und Jerusalem genauso gehen, wenn ihr so weitermacht. Und sie werden so weitermachen. Joachim ist der an der Wende vom 7. zum 6. Jahrhundert und unter seinem Sohn schließlich dann wird Nebukadnezar nach Jerusalem greifen und die Worte des Herrn werden alle in Erfüllung gehen. Wenn wir Worte des Herrn hören, die in unser Leben hineinsprechen oder in unsere Zeit,
in unseren Verantwortungsbereich. Gebe Gott, dass wir uns öffnen dafür und den Widerhall in uns spüren und ihnen durch die Unterscheidung der Geister auch anmerken, dass sie vom Herrn sind. Auch dann, wenn wir sie nicht gerne hören wollen. Und dass wir dann mit dem unbekannten Menschen, der hier in das Gebetbuch eingetragen hat, sagen können, danke, dass es dich gibt. Danke, dass du uns nicht uns selber überlässt. Danke, dass du uns weiter suchst und finden möchtest und auch störst, wenn es sein muss. Und danke vor allem, dass du uns liebst. Gott segne und behüte sie alle.